So, meine Lieben, da fahren wir doch mal mit dem Rennauto über die Straße ins wunderschöne Spa, runter in die Stadt zur Parade. Das ist ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen in Adenauer. Ziemlich coole Veranstaltung. Ganz schön was los, sag ich dir. Der Frank, der fährt ja auch irgendwo rum. Wir haben mal ein bisschen Stress gehabt mit unseren Aufklebern, weil derjenige, der die Aufkleber nach Spa gebracht hat, der hatte einen kleinen Unfall. Und ja, war dann alles ein bisschen schwierig. Belgische Polizei hin und her und hin und her. War wieder alles just in time. Aber so ist das im Motorsport. Ne? Und Mattes, wie sitzt sich da so? Ja, extrem gut. Ohne Beifahrersitz. Gut, ja, ne? Ja. Bei dem Auto da vorne ist alles neu. Abgasanlage, alles. Ja, frisch revidiert der Stuhl da. Sehr gut. Kaum eng hier. Ach, stell dich nicht so an, ey. Du bist doch nur 1,20 Meter. Ist doch kein Problem. Für dich muss das so sein, wie in der S-Klasse sitzt. Wir sind hier im wunderschönen Spa-Francorchamps. Ich habe auch schon gerade die belgische Motorsportgröße Mike Dentant getroffen, aber der ist schon wieder weg. Ja, der alte Urlauber ist schwer gestürzt mit dem Rennrad und jetzt lahmt er ein bisschen. Aber er wird wieder fit. Er wird wieder. Hier haben wir jetzt die ganzen Rahmenserien stehen. Was hier rumfährt mit den wunderschönen GT2 RS Clubsport und 935 sind natürlich auch hier. Hier zeigt der Mattes euch gleich in Ruhe alles hier, die ganzen tollen Fahrzeuge. Unser Hauptsponsor Elton ist auch wieder am Start. Vielen Dank an dieser Stelle. Ohne die wäre es nicht möglich, hier teilzunehmen. Sieht natürlich auch extrem geil aus, muss ich sagen, die beiden Apparate so nebeneinander. Ne? Ist ja quasi einmal GT Masters UFO und 24 Stunden. Mega gute Location hier unten, mitten in der Stadt. Ist mindestens genauso schön wie Adenauer Racing Days, würde ich sagen. Geiles Feeling, ist natürlich jetzt bei dem Wetter auch sensationell. Ich mag es ja, wenn es 900 Grad draußen ist. Das ist genau mein Ding. Nicht, aber die Leute finden es cool. Ist so ein bisschen Festivalstimmung. Und in dem ganzen Ort, überall sind jetzt irgendwelche Autos verteilt. Hier vorne stehen die ganzen Bentleys vom Godehard. Ja, die zeigen wir euch jetzt auch mal. Wollen wir mal gucken, gehen damit ist. Ja. Wechseln wir gerade einen Akku und dann gehen wir da mal gucken. Alles klar. Oh, tschüss. So, wunderbar. Hier sind wir doch direkt bei Godis Bentleys angekommen. Das sind jetzt schon die neuen. Die habe ich live auch noch nicht gesehen. Aber sehen ziemlich abgefahren aus, würde ich sagen. Guck mal, wie geil die Spiegel aussehen. Ist ja ein Rechtslenker, ne? Jetzt wollen wir vielleicht eben hier reingucken. Guck mal hier, wenn du jetzt hier reinguckst, dann siehst du diesen weißen Schlauch da. Ja. Der da am Sitz hängt. Ja. Das ist die Helmkühlung. Es fahren einige Leute hier. Dann wird es oben angesteckt. Da hast du so ein Ding auf dem Helm kleben und dann wird da kalte Luft reingepustet. Das ist ganz cool eigentlich, ja. Gerade bei so einem heißen Wetter, wenn du so lange Rennen fährst, ist das schon gut. Hier der Markus Palterla ist ein Kumpel von Lukas. Dem habe ich vorhin schon kurz gequatscht. Was das für riesen Trümmer sind, ne? Guck mal, wie fett das ist. Riesenkoffer. Hier sind auch unsere Kumpels von Grassa Racing. Die fahren aber uns in der GT Masters Start mit zwei Autos. Dann haben wir hier die BMW Armada. Die hatten ja im 24-Stunden-Rennen am Nürburgring nicht so viel Glück. Die Jungs von Waltenhorst und Co. Aber
Vielleicht haben sie jetzt ein bisschen mehr Glück. 24-Stunden-Rennen Spa finde ich persönlich eine mega geile Veranstaltung. Ist alles so ein bisschen muckeliger, kleiner als Nürburgring, aber irgendwie mit, weiß ich nicht, Feeling ist echt richtig geil und die Leute sind gut drauf. Ist echt cool hier. Gefällt mir wirklich gut. Wäre vielleicht eine Alternative oder nicht eine Alternative, aber wäre vielleicht geil für so ein Zusatzprogramm eigentlich nächstes Jahr. Sollen wir mal drüber nachdenken. Ich finde es ziemlich cool. Guck mal, da hinten sitzt der Pirmin. Guck mal da. Mit dem Eis in der Hand. Ne? Pirmin, ihr kennt ihn. Unser Brecher. Der Brecher, der ist Mechaniker bei uns. Den haben wir jetzt mal ausgeliehen an die Freunde von AB Racing, die fahren auch GT Masters auf dem Ferrari. Die setzen hier auch einen Ferrari ein. Da fährt unter anderem der Indy Donche, der auch GT Masters fährt. Also ihr seht, viele unserer Kollegen sind hier unterwegs. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Mal schauen. Mal sehen. Hier unsere Freunde Rast und Mies, die rennen auch irgendwo hier rum. Habe ich auch noch nicht gefunden. Die werden wir irgendwann am Wochenende bestimmt noch sehen. Herr Mattes, zeige ich euch jetzt mal ein paar von den Schätzchen. Und dann hier mal ein Eis essen. Dann machen wir Feierabend, weil es ist jetzt Viertel vor neun abends und es ist immer noch 40 Grad. Aber ich will jetzt auch nicht mehr länger rumheulen. Ist ja schön, der Sommer ist ja schön. Ist ja toll, aber 10 Grad weniger wäre auch okay. Wird, glaube ich, ganz interessant. Also ich habe eben mit Marco Holzer gesprochen. Er hat das Ding schon ausgiebig gefahren, er hat ihn mitentwickelt. Und er sagt, das ist schon eine ziemlich geile Geschichte. Der Koffer hat richtig, richtig Dampf, aber dafür keine Aerodynamik. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Als er mir sagte, lieber ein bisschen früher bremsen, habe ich schon wieder gedacht, ah, das kann ja was geben. Ey, früher bremsen, das ist ja genau unser Thema. Ja. Gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal und dann melde ich mich noch. Und das Brettchen muss ich auch noch sehen. Minute später. Ist das heiß. Der Eimer schiebt an, ey. Leck mich am Arsch. Musst du wirklich aufpassen, weil wenn du jetzt früh am Gas bist, ja, der hat so viel Dampf, der schiebt einfach geradeaus. Da musst du richtig aufpassen. Das ist ein ganz anderes Autofahren als jetzt mit unserem R. Das ist schon ein echter Unterschied. War die Temperatur so bei 40 Grad Außentemperatur so? Ja, war krass. War krass, ne? Boah, war krass. Wirklich. Also war echt heftig. Wenn du im Auto sitzt und so sogar an den Armen und so merkst, wie heiß es von außen ist, beziehungsweise wie heiß es in dem Auto ist, dann weißt du, dass es wirklich heiß ist. Das ist schon nicht ohne. Aber hat Spaß gemacht, hat gut funktioniert. War eine ganze Zeit lang schnellster. Und dann war jetzt der Perfetti mit dem 935 war jetzt schneller. Und das war's. Also wir sind schnellste GT2. Weil ich bin schnellster GT2. Ja, ich denke, damit können wir erstmal zufrieden sein. Allerdings müssen wir jetzt auch mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel Kit die anderen wirklich schon gegeben haben. Und so war ja erste Outing mit dem Auto. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ich muss jetzt erstmal irgendwie abkühlen und 800 Liter trinken. Auto ist mega, schiebt richtig an der Stuhl. So, ich muss jetzt erstmal irgendwie klarkommen. So, also wir starten jetzt zum zweiten freien Training.
Wir machen ganz entspannt, wir sind noch ein bisschen am Setup dran und sind auf gebrauchten Reifen unterwegs, sind nur die einzigen, die auf gebrauchten Reifen unterwegs sind. Schauen wir mal. Ich meine, 15 Runden alter Reifen, der sollte noch funktionieren. Also lassen wir uns mal nicht verrückt machen, wa? Also ganz entspannt, zweite freie Training, bis später. Ja, wir haben einfach nur geguckt, dass wir das Auto ein bisschen kennenlernen auf gebrauchten Reifen. Ist krass, weil im neuen Satz Reifen stecken 2,5 Sekunden. Das haben wir jetzt rausgefunden. Balance ist gut, Auto ist gut, alles top. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert. Wir haben ja keinen einzigen Testtag gehabt. Ne? Viele von den Jungs waren schon testen. Und wir sind zufrieden. Mit neuen Reifen wissen wir, dass wir da sind. Haben wir ja vorhin gesehen. Und mit gebrauchten sind wir auch gut dabei. Ich sehe es nicht ein, jetzt da irgendwie 3 Satz Reifen zu verballern fürs freie Training. Das macht keinen Sinn. So, da sind wir hier bei der großen Hafenrundfahrt bei Audi. Schön mal Hallo sagen bei den Verbrechern. Aber ich schwer. Alter, wie ich aussehe. Die Matte an, ja. Geil, schon geil. Also der Chris und ich sind neidisch. Ja. Weil auf die Haare, wa? Genau, weil wir haben nämlich keine. Ja, ja, so ist das. Alle wahnsinnig. Wir haben nicht immer alle einen Helm aufgehabt, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Also wir stehen jetzt hier schön in der Box bei Land Motorsport. Ja, also hier ist groß aufgefahren. Ist jetzt Nachttraining. Und ja, da geht richtig was. Der vordere Bereich der Box und hier hinten sitzt dann Crew, ganze Material. Moin! Ja. Hier ist dann so ein bisschen Chili Vanilli. Hier sitzen die ganzen Ingenieure. Also ist richtig groß aufgefahren, das Ganze. Hier unten hinten stehen die LKWs. Das kennt ihr ja. Ist ähnlich wie bei der GT Masters. Nur ein bisschen größer. Gehen wir mal wieder zu Misi. Ich habe euch mal eben hier schnell alles gezeigt. Will auch keinem auf die Nerven gehen. Achso, genau, hier, guck mal. Das ist zum Beispiel auch eine ganz geile Geschichte. Das hier ist nämlich der sogenannte Galgen.
Da ist alles Mögliche drin. Inklusive Sprit, Tankanlage, alles da. Der Eimer hält hier. Geh mal in den Keller, hol mal zwei Bier. Auto hält hier. Und dann können die Jungs von allen Seiten da Gas geben. Wie gesagt, ist ein bisschen anders als bei uns. Bei der GT Masters oder auch beim 24-Stunden-Rennen-Nürburgring, das sind einfach andere Vorschriften. Hier gibt es einen Arbeitsbereich, der ganz genau gekennzeichnet ist. Seht ihr es bei allen Teams so. Hier sitzen die Kollegen von Santologen Racing, hier drüben WRT, bei den ganzen Audianer sind zusammen. Porsche und Co., alles diese Richtung. Gucken wir mal. Und Miesi, bist du in der Konzentrationsphase? Ja, im WhatsApp gerade aktuell. WhatsApp. In der WhatsApp-Phase bin ich gerade. Nicht in der Warm-up-Phase. Du bist in der Masse-Phase, oder? Na ja, gut. Nicht schlecht, ey. Hast du einen Haribo-Deal jetzt? Hätte ich gerne, muss ich sagen. Nee, Schokobons. Schokobons, das ist ja dein Ding. Ich küsse die Augen, wer auch immer Schokobons erfunden hat, ich küsse dem seine Augen. Dem seine Augen. Deutsch heute auch nicht mehr. Mega richtig. Also, ne, wenn ihr Bock habt, dem Miesi eine Freude zu machen, Schokobons mitbringen. Jetzt aufpassen, geht dem Mast, geht ja bald wieder los. Ja. Sich da nicht. Ich kenne damit zu leben. Wir machen nämlich jetzt einen Deal. Bei Mies könnte er die ganzen Hanutas abgeben, der wird die dann verwalten für mich. Verputzen werde ich. Nee. Ich muss ja Schokobons zu verputzen. Ich gönn mir das mit einer anderen. Naja, gut. Hauptsache der Lur kriegt die nicht in die Finger, aber dann sind die nämlich direkt weg. Der nimmt aber auch nicht zu, ne? Der Lur? Ja. Der kann mal Ruhehaken, wie gesagt. Der Typ ist echt unglaublich. Wie läuft denn Dennis jetzt? Gut. Super Bowl in Top 20. Sehr gut. Was sehr wichtig ist. Also gibt komplettes Qualifying, Q1, 2, 3. Die kombinierte Zeit ist für die Top 20 dann ausschlaggebend, dass du da reinkommst, ähnlich wie Nürburgring. Ja. Und dann gibt es nochmal morgen zwei Runden Shootout für die besten 20. Sehr gut. Sehr gut. Dann hoffe ich ganz vor. Das ist ja schon ein paar Tage her. Ja, das stimmt. Und wobei man auch sagen muss, wenn man ganz vorne ist, dann muss man viele Angst für die BOP, dass sie nochmal geändert wird. Stehen, aber einer muss es ja machen. Und also einigen wir uns auf P5. Hältst du einen Start? Oder nee, der auf 1. Ja, genau. Oder muss der Qualifying-Fahrer den Start machen? Nee, ist okay. Ja, dann. Ich würde auch ganz gerne von 1 nach vorne fahren. Also da bleiben. Wäre natürlich richtig geil, aber dann haben wir ja eben das BOP-Thema. Aber nervt ja sowieso. Ja, das ist furchtbar. Immer das Gleiche. Egal, wo du hinkommst. Jetzt. Sogar bei uns in diesem GT2 Supercar Challenge Gerät. Ja, du hast einen geilen Wagen. Ich lasse mir jetzt den Bart wachsen. So ähnlich wie der Jan. Ja, wir gehen mal näher ran, damit man auch was sehen kann von dem Bart. Weil der Miesi, der rasiert sich normalerweise mit einem frisch gewaschenen Frotteehandtuch. Einmal kurz durchschlagen. Einmal kurz hoch und dann ist er rasiert. Der Miesi hat auch so einen schönen Kindersitz. Nicht ganz so schön wie unserer, aber. Billige Variante. So, Miesi. Jetzt haust du mal einen raus in der Nacht, ne? Den Joker. Ja. Wir haben den Joker gezogen. Miesi geht ins Auto. Was? Die wechseln jetzt einmal komplett die Bremse, damit der Chris sie anfahren kann fürs Rennen. Haben wir beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring genauso gemacht. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Weil mit ganz frischen Bremsen rausfahren ist natürlich ziemlich sinnbefreit, weil die auch eingefahren werden müssen. Und das kannst du natürlich in einem Rennen nicht machen. Ist nicht so, wenn ihr euren Straßenhobel in die Werkstatt bringt, dann geht zack, 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 ist das erledigt in 2 Minuten. So, das sind die vorgeheizten Reifen, die sind nicht nagelneu, ein paar Runden gelaufen. Wir haben jetzt Donnerstagabend, 23 Uhr, haben schon 9 Sätze verballert. So, Miesi ist auf dem Weg, ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen fahren. Ich gehe jetzt mal zurück zu unserem Team, die sind auch am Arbeiten.
Guck mal, was da so abgeht. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.